kippt nun der Markt. Schauen wir uns den DAX an, dann sehen wir, dass die Bewegung nach unten läuft. Also das ist nicht so schön für diejenigen, die bullisch unterwegs sind, aber man muss dazu sagen, noch kein echtes Alarmzeichen. Denn das, was wir beim DAX hier sehen, ihr seht es hier im 15-Minuten-Chart, einfach mal, ich mache das mal ein bisschen größer, dass ihr das besser sehen könnt. Immer noch, das, was wir hier haben, ist etwas, was klassischerweise wie eine Korrektur aussieht. Aber ihr seht schon, wohin das in etwa führt, nämlich ungefähr auf dieses Niveau, und viel tiefer sollte es dann idealerweise, wenn das so halbwegs so eine klassische symmetrische Korrektur, nicht alle Korrekturen sind so schön symmetrisch, aber so ein schöner Anstieg, eine ABC-Geschichte, dann sollte auch bald der Dreh hier passieren. Also, solange der Markt jetzt den Dreh wieder bekommt, ist die Welt noch in Ordnung, würde man sagen, jep, das ist eine wunderschöne Korrektur. Und die Fortsetzung nach oben ist das, was wir erwarten können. Wo kann man einsteigen? Naja, theoretisch hier auf dem Zwischenhoch. Das ist mir aber zu weit weg und schon zu dicht am Hoch. Wir sind ja schon eine Weile gestiegen. Und deshalb wäre für mich jetzt eher spannend, wenn er hier im Laufe des Nachmittags mal so einen Anstieg macht und dann wackelig runterkommt, da irgendwo einen Einstieg zu finden. Das gucken wir uns gleich beim amerikanischen Markt mal an. Da sehen wir das vielleicht ein bisschen deutlicher. Nichtsdestotrotz, ich habe sehr positiv gerade gesprochen. Diese Bewegung, die ich im 4-Stunden-Chart habe, die ist sehr weit fortgeschritten und hat alle Chancen jetzt, nachdem sie ja diese Box hier so halbwegs erreicht hat, die hatten wir ja mal als so ein mögliches Ziel hier ausgemacht für so eine Aufwärtsbewegung, wo wir sagen, ja, das wäre halt so ein Klassiker. Das muss ja nicht sein, aber irgendwie so. Jetzt im Nachhinein, wir hätten sie vielleicht ein klein bisschen größer malen müssen, aber darum geht es nicht. Es geht ja hier nicht um chirurgische Arbeit. Genau da dreht der Markt, sondern dass wir wissen, in welchen Größenordnung ist was noch normal. Bis dahin war der Anstieg normal. Eigentlich haben wir die besten Voraussetzungen, dass diese Korrektur, dieser Impuls, den wir hier jetzt haben, nun in eine Korrektur mal mündet. Das heißt, wir können auch davon ausgehen, dass wir sogar die Chance für eine größere Korrektur haben. Die dürfte dann bis 13.300, vielleicht auch 12.900 ohne weiteres gehen. Und auch die würde das bullische Bild nicht kaputt machen. Eigentlich fände ich diesen Rücksetzer sogar besser, weil wir damit eine ordentliche Korrektur auf diesen gesamten Anstieg haben. Das kleine bisschen, was ich hier eben mal gezeichnet habe, diese Korrektur hier in diesem Trendkanal, in dem kleinen, das ist höchstens eine Korrektur dieser Bewegung. Das heißt, pff, ja, was soll das denn sein? Also ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment habe ich ernsthaft die Sorge, dass wir diesen Anstieg nicht mehr machen. Trotzdem, wenn er hier nochmal steil hoch, wackelig runtergeht, gehe ich trotzdem long. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Zumindest für einen wichtig Zwischenlong. Rechnet aber mit dem Rücksetzer. Als Indikation könnt ihr nehmen, viel tiefer als das heutige Tagestief sollte er nicht mehr gehen. Für die, die es jetzt nicht parat haben, das Tagestief jetzt heute war bei ungefähr beim Index jetzt bei 13.514 in etwa. Also dann sind wir noch an der Unterseite dieses Trendkanals. Gut, wenn er jetzt wenige Punkte nochmal macht, okay, aber idealerweise nicht mehr unbedingt. Das wäre dann noch so das halbwegs bullische Bild, was wir uns hier vorstellen können. Ja, das würde ich dann schon so sehen. Aber wenn er das nach unten verlässt, dann sind wir in dem Szenario, was ich hier gemalt habe. Denkt dran, 13.300, 12.900. Nur wenn er hier mehr oder weniger senkrecht runtergeht, also nicht korrektiv, ja, dann würde ich auf jeden Fall auch von mehr ausgehen. Aber im Moment zeichnet sich das noch nicht ab. Ihr seht, ich bin nach oben ein bisschen verhalten. Es sieht so ein bisschen aus, als ob der Markt ja in diesem Widerstandsbereich jetzt eine Pause mehr als verdient hätte. Diese Zone haben wir schon ein paar Tage lang jetzt hier am Laufen. Das ist jetzt kein Versprechen, dass er da reinläuft, aber es wäre etwas, was sehr typisch wäre. Jetzt gucken wir mal die amerikanischen Indizes an. Da haben wir auch schon gesagt, naja, Rücksetzer müssen wir auch mal langsam mitrechnen. Guckt euch mal diesen Anstieg an, den wir hier über viele, viele Tage hatten. Ja, das ist ja immerhin schon mal ein ganz gutes Zeichen. Hier Dow Jones, YM ist der Dow Jones Future. Das ist das Ding, was man eben auch theoretisch als institutioneller handeln kann. Normalerweise als Privater handelt man ja lieber ein CFD da drauf beispielsweise. Das ist dann einfacher. Aber wir sind sehr stark nach oben gelaufen. Wir sind ganz schön stark nach oben gelaufen. Und ein Rücksetzer täte auch diesem Markt gut.
solange wir oberhalb der 32.000 bleiben, notfalls 31.800 irgendwas, ihr seht das hier, ich zeichne das mal hier ein bisschen oder mache das mal groß, ist die Welt noch in Ordnung. Also so kleine Rücksetzer sind erstmal nicht kritisch, wären ganz normal. Ich finde sie sogar ganz praktisch, dann hätte man wieder einen guten Ansatzpunkt. Der darf aber auch hier drunter gehen. Er sollte nur nicht größer sein als das. Und wem das jetzt bekannt vorkommt, jawohl, das ist ja genau das, was ich von gestern hier noch drin habe in der Zeichnung. Jetzt kann ich das nicht greifen, doch. Also ich möchte, dass diese Korrektur nicht größer ist als die erste hier vorne. Also sie sollte klar oberhalb dieser Marke bleiben. 31.400, 500, vielleicht 600, 700. Also wenn sie überschneidet, aber kleiner ist als die hier vorne, bin ich auch noch okay. Aber rechnet mit dem Rücksetzer. Das heißt, für die nächsten Tage, das ist ja hier Tageschart, ist durchaus denkbar, dass wir die Abwärtsseite erst noch mal ein bisschen anlaufen. Zeichnet sich das im kurzfristigen Chart ab? Gucken wir es uns mal an. Zumindest mal die letzte relativ starke Bewegung war nach unten. Die Aufwärtsbewegung war bis jetzt nicht die allerstärkste. Ich muss allerdings dazu sagen, richtig toll nach stark abwärts sieht der hintere Teil jetzt auch nicht aus. Vergleich diesen Teil, vergleich den mit dem vorderen Teil. Da würdet ihr sagen, ja hier vorne sehe ich es auch, da hinten sehe ich es nicht. Richtig, ich auch nicht. Das heißt, richtig Verkaufsdruck sehe ich noch nicht. Weshalb ich mir noch vorstellen kann, dass er sagt, ja, ein bisschen hoch gehen wir nochmal. Und wir sehen das ja hier zumindest jetzt mal ansatzweise im Nachmittagshandel. Schub hoch, wackelig runter und ihr wüsstet, ich bin auf der Suche nach der Long-Seite. Also ihr seht, begeistert bin ich von der Long-Seite nicht mehr. Das liegt auch daran, dass wir nicht mehr so richtig Vortrieb, dass die Rücksetzer immer mehr Überschneidungen haben. Ich sage mal, Eindrehen dazu, also vorne waren wir noch relativ steil und jetzt wird das immer flacher. Ja, das ist doch kein gutes Zeichen. Das ist doch nicht, dass die Marktteilnehmer zeigen, boah, die haben Bock, die wollen alles Geld reinpumpen in den Markt. So sieht das nicht aus. Ja, also insofern ist es realistisch, dass der Kurs dreht und wir sind noch nicht so weit darüber. Es besteht also ernsthaft die Chance für nach unten. Wir haben es jetzt mehrfach gehört. Ich habe mit dem Dr. Jörg Rahn drüber gesprochen, über die Geschichte. Er ja als großer Investor sagt, mir gefällt das Ganze noch nicht. Ich bin noch nicht so super glücklich mit den Aktien. Umschichtung in Anleihen hören wir immer wieder von den Großkopferten. Markus Fugmann hat es wunderbar formuliert, hat gesagt, Mensch, es sieht eigentlich nicht so gut aus und die Retail-Kunden, ob die wirklich den Markt jetzt weiter nach oben pushen können, wenn es die Großen nicht machen, ist so eine Sache. Die Retail-Kunden haben den Markt nach oben getrieben, die Instis fehlen da weitestgehend aus meiner Sicht noch. Also ihr seht schon, meine Begeisterung für nach oben lässt nach, aber solange wir in den nächsten Stunden oder Tagen wackelig hier runterkommen, das Ganze kleiner ist als die Korrektur, ich mache das nochmal bewusst etwas größer, kleiner ist als die Korrektur hier, ist die Welt noch nicht verloren. Ja, Rücksetzer dieser Größe oder von mir aus auch eine Nummer größer, muss jetzt nicht unbedingt diese sein idealerweise, aber kleinere Rücksetzer, irgendwie sowas in der Art, müsst ihr mit einkalkulieren und es sieht danach aus, als ob der Markt die Chance auch tatsächlich ergreifen will. Auch hier ist das so ein bisschen mit dem Eindrehen, ihr seht, macht im Zweifelsfall mal doch mal so ein bisschen drüber und dann seht ihr, irgendwie hat man den Eindruck, als ob das so ein bisschen schwächer wird, das Ganze. Das heißt, irgendwie die Abwärtsseite macht mehr Sinn. Denkt dran, kleiner als der vordere Teil ist alles kein Problem. Ja, das heißt, wenn ihr das mal eine Vergleichsmessung macht, kleiner als der vordere Teil, messen wir nochmal den vorderen Teil hier. Das heißt, die Korrektur sollte idealerweise kleiner sein als bis 3960 oder 61, wie auch immer, also oberhalb bleiben. Und das passt ganz gut, Überschneidungen finden wir eh nicht gut, da oberhalb zu bleiben ist auch gut. Also sprich, eine Korrektur hier rein würde mich jetzt nicht in Panik versetzen, insbesondere wenn sie wirklich drei- oder mehrwellig aussieht, mit Kursüberschneidung, sowas zum Beispiel. Finde ich super, dann hätten wir sogar Einstiegsmöglichkeiten nochmal wieder für die Long-Seite, wenn er dann hier durch diese Marke dann durchgeht, also das letzte Zwischenhoch. Ob das jetzt genauso kommt, weiß ich nicht, das werden wir dann sehen, aber das wäre sozusagen die Idee, die dahinter steckt.
Wie sieht es hier aus im 5-Minuten-Chart? Im 5-Minuten-Chart eher sogar noch mal so ein bisschen bullisch, wenn man da so den Eindruck hat, so die letzte Bewegung hier, das ist aber sehr kurzlaufend. Hier jetzt so ein bisschen Pause-Modus, anschließend nochmal die Fortsetzung. Das wiederum ist allerdings jetzt kein Zeichen für das ganz große Bild, also das bitte nicht jetzt vorweg ahnen. Es ist immer, wenn ihr so eine starke Bewegung, das müsst ihr mal, wenn das ihr eine erste starke Bewegung habt, anschließende Korrektur kommt, dann kommt nach der Korrektur sehr, sehr häufig das Gleiche nochmal mit Chancen auf mehr, vielleicht aber auch nicht. Aber wenn ich hier einsteige, habe ich erstmal genügend Spielraum, um entweder Gewinne mitzunehmen, Stop nachzuziehen, Teilgewinne mitzunehmen. Da könnt ihr verschiedene Varianten spielen, was auch immer passend ist. Ja, denkt immer an dieses Verlaufsmuster, wenn ihr das seht. Ist das die erste Welle, sprich kommt der Kurs von oben? Ist das so eine erste Welle, wackelt es runter? Dann habt ihr einmal noch die gleiche Größe. Und ob es dann mehr wird, das wird sich dann wieder entscheiden. Im insgesamtigen Kontext würde ich sagen, seid ihr ein bisschen vorsichtig. Der Markt fängt an, im Pausemodus zu gehen. Es ist noch nicht schlimm, aus meiner Sicht noch überhaupt nicht. Schlimm wird es erst, wenn der Markt sowas macht. Denn das ist ganz anders als sowas. Und wenn er dann sogar noch wackelig hochkommt, ja, dann ist es die Abwärtsseite. Viele sagen immer, ja, jetzt sag doch, was passiert jetzt von den beiden? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin nicht Wahrsager, ich bin Trader. Ich muss auf solche Sachen reagieren. Wer sich jetzt wünscht, ich möchte es da oben schon, weil sonst weiß ich ja nicht, ob ich die gewinne mit, das werdet ihr erdulden müssen. Habt ihr Angst vor so einer starken Bewegung? Nehmt Gewinne mit, zieht einen Stop eng nach und müsst euch notfalls nochmal neu positionieren. Wenn ihr sagt, ja, aber ich sehe gute Chancen für nach oben noch, die sind noch da, charttechnisch ist nichts kaputt, müsst ihr wohl einen Rücksetzer dieser Größenordnung aussitzen und wenn ihr Pech habt, müsst ihr dann die Position hier unten schließen mit weniger Gewinn, je nachdem, wo ihr hier unten reingekommen seid unter Umständen. Und das ist etwas, was viele falsch verstehen. Viele sagen immer, ja, aber wenn man Profi ist, muss man das doch wissen, ob ich jetzt da oben aussteigen soll oder nicht. Nee, nein, kann ich euch ganz sicher sagen. Das gehört zu den Mythen und Fabeln, dass das möglich ist. Ihr könnt aber entscheiden, ob ihr euch die Option für nach oben, also die Chance für nach oben offen lassen wollt, dann müsst ihr ein bisschen Luft ihm lassen. Oder ob ihr sagt, nee, ich nehme mit, was ich habe, ich mache engere Stops, dann bin ich auch vor so einer Situation gefeit. Ich bin einer, ich nehme auch gerne mal Gewinne mit. Warum? Denn wenn das hier passiert, kann ich doch hier wieder einsteigen. Wenn das hier passiert, bin ich ja froh, dass ich nicht mehr drin bin. Also insofern bietet sich sehr häufig, nicht immer, aber eine Möglichkeit, auch einigermaßen sinnvoll wieder reinzukommen. Das vielleicht als Idee dazu, die für diejenigen, die sich jetzt erhofft haben, da jetzt hundertprozentige Klarheit zu bekommen, was der Markt als nächstes macht. Beim Nasdaq ist es auch nicht großartig anders. Auch der ist relativ stark auf der Abwärtsseite im Moment unterwegs. Ob das hier schön korrektiv war, aus meiner Sicht war es nicht schön korrektiv. Ich kann euch das jetzt im Nachhinein schön reden, aber das bringt immer nichts. Im Vorhinein habe ich das hier auch nicht gewusst. Ganz kurz für die Profis unter euch. Im Nachhinein würde ich wohl sagen, das war die erste Bewegung, das war die Korrektur. Und wir sind jetzt hier irgendwie in einer Abwärtsbewegung. Ich hätte das aber, oder wir haben das konkret nicht geschortet. Also warum? Weil das hier ist immer die blödste Korrektur, um damit einen Einstieg zu finden. Ja, eine schöne Korrektur wäre diese gewesen, dann hätte ich das als einen Einstieg. Oder eine schöne Korrektur wäre das hier gewesen, dann wäre das mein Einstieg. Haben wir aber nicht bekommen. Also war in diesem Zeitsegment mit diesem Chartmuster hier für mich da nicht wirklich was zu holen. Also ihr seht, lasst euch da nicht einlullen von wegen, ja, ich muss immer genau wissen, was als nächstes passiert. Das wissen wir nicht. Die Chancen sind allerdings relativ groß, dass es jetzt nach unten geht. Wenn es nach unten geht, dann sind wackelige Gegenbewegungen, falls ihr eine starke Abwärtsbewegung, Entschuldigung, habt, sind wackelige Aufwärtsbewegungen das Muster, auf das ihr gucken müsst. Kriegt ihr sowas Blödes, Entschuldigung, das ist jetzt genau falsch gezeichnet, kriegt ihr jetzt sowas hier, dann im Zweifelsfall einfach nichts machen und sagen, ich habe beim nächsten Mal wieder mit, kriegt ihr sowas, habt ihr eine Möglichkeit für einen Einstieg. Für die, die jetzt positioniert sind, enger Stop, für die, die die Rücksetzer nicht erdulden wollen, ihr müsst damit rechnen, dass der Markt Rücksetzer
in ähnlicher Größe wie das macht. Also ihr dürftet, wenn ihr bullisch bleiben wollt und nicht Gewinne mitnehmt, dürft ihr nicht zucken, stinkig oder traurig sein, wenn er 12.690 sieht. Das wäre ungefähr dieses Ausmaß. Oder dieses Ausmaß beispielsweise. Ihr seht, das liegt ein bisschen höher bei 790 beispielsweise. Ihr seht aber, und wenn wir den noch damit dazu nehmen, das sind Größenordnungen, die müsst ihr dann aushalten, wenn ihr sagt, ich will die Longchance am Laufen haben. Ich bin da nicht dagegen, also nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, das kann nicht klappen. Ich halte das für denkbar, dass der Kurs sowas hier macht und anschließend nach oben geht. Denkbar ist es. Aber die Gefahr, dass er da durchgeht, ist nicht null. Wer es absichern will, Gewinne mitnehmen oder Stop eng jetzt ranziehen und sagen, im Zweifelsfall kann ich ja da immer noch mal wieder long gehen und wenn er steil nach unten geht, das mache ich jetzt mal hier unten, dann kann ich bei dieser Gelegenheit irgendwann mal, macht er es schön, kann ich dann versuchen, Shorty aufzunehmen. Oh Gott, 15 Minuten rede ich jetzt schon, ich höre sofort auf. Euch alles Gute, ganz liebe Grüße, toi 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 an den Märkten, bis zum nächsten Mal.